Und damit hola chicos y chicas, welcome to a new FIFA Mobile Stream on Twitch mit mir, der Mango, Mr. Mangobaum. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, ich bin doch ein Mangobaum und keine Mango. Reden wir nicht darüber, aber ja, ich streame heute mal wieder FIFA Mobile. Für die Leute, die mich auch auf YouTube verfolgen, die sehen, dass in letzter Zeit relativ wenig Videos kamen. Das liegt auch daran, dass ich momentan eine bestimmte Serie schaue, die ich unbedingt mal schauen wollte und deshalb nicht so viel Zeit hatte. Aber das wird wahrscheinlich bald enden und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für die Videos. Ja, diese Woche sollen eigentlich noch Unreal Football Manager 2 kommen und das dritte Spiel, was ich angekündigt habe, neben UFC und Warplane Inc., die wahrscheinlich nicht nochmal kommen werden, weil die Videos nicht noch nicht beliebt waren. Ich dachte jetzt einfach, weil das erste Video zu Warplane Inc. so ultra beliebt war, dass es vielleicht jemand sehen möchte. Und UFC habe ich angespielt, gefällt mir aber nicht, deshalb werde ich das auch lassen. Und deshalb, ja, haben wir wieder Zeit für andere Sachen. Aber ich werde mich jetzt auch gar nicht mehr so nach... ich erhalte ja relativ wenig Vorschläge, aber ich werde von mir selbst auch mal öfters auch Spiele spielen, die vielleicht nichts mit Fußball zu tun haben, aber die mir auch Spaß machen. Ich will heute mal über eine ganz andere Problematik reden. Wie ihr vielleicht mitbekommt, wenn ihr meine Streams auf YouTube nachher schaut. Wir haben Karneval, okay. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das war wahrscheinlich dieses Update. Nur in 18 Minuten endet das alles. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wenn ihr mal auf YouTube vorbeischaut, auf meinem Kanal, dass da unter vielen FIFA Mobile Streams steht, wenn ihr das seht, das sehe ich nur. Das seht ihr, wenn ihr auf die Beschreibung geht. Dass ich gegen Urheberrechte verstoße. So, das ist jetzt kein Problem. Ihr könnt ja die Videos sehen. Problematisch ist es, glaube ich, nur. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum meine Aufrufe eigentlich relativ niedrig sind. Momentan nur 2 oder 3 Aufrufe pro Video. Waren manche schon vor ein paar Wochen. Aber es gab auch ein paar, die da ein bisschen mehr hatten. Und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass YouTube Leuten keine Videos, die gegen Urheberrechte verstoßen, vorschlägt. Und daraus bestehen dabei hauptsächlich meine Aufrufe. Nämlich der Einzige, der mich abonniert hat und stetig meine Videos schaust, also konstant so, ist Konsti. Und der Rest, dem wird eigentlich solche Videos vorgeschlagen. So, aber wenn, vor allem, wenn, es schon relativ regelmäßig ist, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass nur die Videos, die gegen Urheberrechte verstoßen, Leuten nicht angezeigt werden. Also ich hoffe, die werden schon anderen Leuten angezeigt, wenn die sich vielleicht mit FIFA Mobile auseinandersetzen, dass ich vorgeschlagen werde. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall, einfach weil das gegen Urheberrechte verstößt, was ich in meinen Videos mache. Und das ist halt dementsprechend eine Strafe. Aber ich hoffe nicht, dass es so kommt, dass, weil ich es jetzt so häufig mache, dass mein kompletter Kanal nicht mehr vorgeschlagen wird. Also sagen wir mal, ich habe die letzten 5 FIFA Mobile Videos, 5 davon, alle verstoßen gegen Urheberrechte und deshalb wird das nächste Video, aber in dem eigentlich alles top, clean ist, keine Copyright Music, dann auch niemandem mehr vorgeschlagen oder nur relativ selten. Das wäre dann wiederum sehr, sehr scheiße. Und deshalb überlege ich ernsthaft, gar keine Musik mehr in FIFA Mobile zu machen. Ich hoffe, dass der Algorithmus dann irgendwann erkennt, okay, der Dude, der ist clean, den können wir wieder anderen vorschlagen, der verstößt nicht gegen Urheberrechte. Sonst müsste ich alles löschen, das wäre scheiße. So. Genau. Und ja, das würde sich jetzt nicht auf Twitch auswirken. Also wenn ich auf Twitch eine feste Community hätte, könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, hier nur FIFA Mobile zu streamen, dann hätte das ja hier keine Auswirkungen. Das zieht nur ein bisschen mein YouTube runter, weil der Rest, den ich auf YouTube so hochlade, wenn man jetzt mal für FIFA Mobile weggeht, da verstehst du eigentlich nichts gegen Urheberrechte. Wenn ich von mir selbst Musik einspiele, kann ich ja darauf achten, dass die nicht Copyright geschützt ist. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, in dem Stream Copyright-Free Musik einzuspielen, wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich es auch machen. Konsti macht das ja zum Beispiel. Weil ich will nicht, dass irgendwie dadurch mein YouTube-Kanal beeinträchtigt wird, wenn ich das hochlade, indem das Leuten nicht mehr vorgeschlagen wird, bestimmte Videos. Das wäre nämlich extrem scheiße, weil ich bin eher so ein Kanal, wo halt Leute mal ab und zu vorbeischauen und dort vielleicht hängen bleiben und dann hoffentlich aktiv weiterschauen. Naja, ist es leider so. Und da hat YouTube, ist es sicher nicht gut, auf mich zu sprechen. Die haben mich ja schon gesperrt.
weil in meinen Streams, die ich direkt auf YouTube gemacht habe, ich gegen Urheberrechte verstoßen habe. Jetzt kommt wahrscheinlich der Schritt, wo sie einfach nicht mehr meine Videos anderen Leuten vorschlagen, weil ich zu oft gegen Urheberrechte verstoße. Das ist ja verständlich. Eigentlich kann man dafür auch so einen sogenannten Strike kassieren. Ich weiß nicht, ab wann man den bekommt. Vielleicht bekomme ich den einfach nur nicht, weil ich so irrelevant bin. Das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß nicht, ab welchem Moment die einem Strike geben können. Also, dass man im Prinzip, dass das Video, glaube ich, dann oder alle Videos oder betroffene Videos gesperrt werden und ab dem dritten Strike, dann wird halt der komplette Kanal gesperrt. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt so ist. Ich werde jetzt mal schauen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie laut die Musik ist. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie laut sie ist. Ich versuche sie möglichst leise zu halten. Aber ich will jetzt nicht unbedingt komplett die Musik ausmachen, weil das wäre schon irgendwie scheiße. Selbst wenn man sie so leise im Hintergrund hört. Aber ich weiß halt nicht, wie man. Ich streame ja mit dem Handy. Ich glaube, Konsti macht das ja eigentlich auch. Du kannst mir gerne mal sagen, wie machst du das, dass du so Musik einspielen kannst während des Streams. Ich weiß das nur, wenn ich ein Video im Nachhinein bearbeite, dass man das easy machen kann. Aber so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Würde ich sehr gerne machen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass YouTube meine Videos und Streams, die ich natürlich dann auch auf YouTube hochlade, die ich auf Twitch streame, dass die Leute nicht mehr so angezeigt werden, weil die halt gegen Urheberrechte verstoßen. Und was halt so gegen Urheberrechte verstößt, das dann glaube ich auch als gelb gewertet ist in den Videos. Die haben ja so Stufen, grün, gelb und rot. Gelb ist ein, was heißt Mono, man fällt gerade dieses Wort nicht ein. Das ist so ein bisschen kompliziert. Also man heißt, man kann im Prinzip nicht Geld mit verdienen. Mache ich ja sowieso nicht, aber man könnte es nicht. Das bedeutet, das Video ist im Prinzip gelb. Das passiert bei mir durch halt das Verstoßen gegen Urheberrechte. Das kann aber auch passieren, dass etwas im Video vorkam, was jetzt vielleicht nicht für so junge Zuschauer geeignet ist. Ne? Aber was noch so halbwegs geht, dass das Video nicht gesperrt wird. Also im Prinzip eigentlich schlimmer Schimpfwort. Also das sieht man ja bei großen YouTubern, dass die auch manche Sachen, Schimpfwörter, also zumindest kenne ich das, auch so zensieren. Wenn ich mal Scheiße sage, zensiere ich das nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Aber das hat jetzt wahrscheinlich nicht so riesen Auswirkungen. Bei mir ist eher die Tatsache, dass ich so leider FIFA Mobile Copyright Music verwendet. Ist ja auch klar. Aber ich weiß halt nicht, wie ich so eigene Musik einspielen kann. Also kannst du dir helfen, da gerne, weil ich glaube, das hat negative Auswirkungen auf mich, dass das Leuten nicht empfohlen wird, falls sie sich mal meine Videos, ne? Zum Beispiel Warplane Inc. habe ich gesehen, das hatte ja über 1000 Aufrufe mittlerweile, extrem krass, das wurde Zehntausenden, also über 10.000 wahrscheinlich, Leuten empfohlen. Genau. Das bedeutet auch, die Clickrate ist halt bei mir so ungefähr vielleicht, beim letzten Video, was ich mir so angeguckt habe, beim letzten für Mobile Stream waren das 12,5%. Das bedeutet, die der 8, dem das Video angezeigt wurde, hat es angesehen. Da ist der Content natürlich mit einberechnet. Der schaut sich ja gefühlt jetzt schon alles an, wo ich immer auch sehr dankbar für bin. Aber das ist halt ein bisschen doof, wenn es dann weniger angezeigt wird, dann sinken natürlich dann auch die Aufrufzahlen. Und mittlerweile denke ich mir so, es wäre doch schön, wenn ich mir so eine kleine Community aufbaue. Leider ist Xtopak nicht mehr so aktiv. Aber naja, was soll's. Mit dem besseren Content kommen dann natürlich auch bessere Zuschauer. Es ist ja nicht unbedingt, dass mir die Zuschauer fehlen. Es ist halt nur so wahrscheinlich. Ich habe ja viele Zuschauer, die zufällig zu mir gelangen. Und wenn meine Qualität von den Videos her einfach besser wäre, würden die wahrscheinlich auch eher bleiben. Ne? Es geht ja darum, dass ich die Zuschauer binde. Dass Leute vorgeschlagen wird, das ist ja momentan gar nicht mehr so das Problem. Aber dass sie halt nicht bleiben. Und da wäre es halt schon ein guter Vorteil, wenn die Qualität der Videos um einiges besser wäre. Ja, das wäre schon schön. Aber naja, das versuche ich ja momentan ein bisschen so zu machen. Und wahrscheinlich muss ich dann bei FIFA Mobile einfach mal die Musik ausmachen. Ist halt so, leider. Ist halt so. Weil ich weiß nicht, also ich kann ja die Dings, die Spielszene, also Geräusche jetzt hier im Spiel, Anlass, aber so Musik im Menü, das müsste ich halt rausnehmen alles. Dass alles urheberrechtlich geschützt ist und so ein Scheiß. Naja. Ach, alles schwierig. So. Dann haben wir da schon drüber geredet. Zu meinen anderen kleinen Stream-Projekten, die ich nur auf Twitch mache und nicht auf YouTube hochlade.
Ich will mal ganz kurz sagen, die kommen relativ unregelmäßig. Genau, gestern kam ja ein A-Manager ausgerechnet da, hatte mal kurz Zeit vorbeizuschauen. Und leider war es dann halt nicht für Mobile, wo er zugeschaut hat. Sondern bei etwas, was ihm überhaupt nicht interessiert. Aber naja, ist halt so. Ja, ich versuche eigentlich, wenn ich Zeit habe, in Zukunft auch viel mehr so breiteres Angebot auf meinen YouTube-Kanälen zu machen. Also nicht nur Fußballspiele, sondern zum Beispiel auch sowas wie der MMA-Manager. Also den werde ich jetzt den zum Beispiel nicht bringen. Ich müsste mir dann halt neue Games suchen. Mal sehen. Ich hätte irgendwie Bock, PUBG zu spielen. PUBG Mobile hätte ich extrem Bock irgendwie mal drauf. So. Gewonnen. 4-1 gegen die Bayern. Oder einfach mal alte Projekte so ein bisschen aufleben zu lassen. Zum Beispiel das, was wahrscheinlich diese Woche noch kommen wird. Auf YouTube. So. Das haben wir mal durchgespielt. Mal schauen. Haben wir hier genug. Verteidiger gibt's jetzt. Ah, ja, schön. Wunderbar. Noch mehr, für was ich meine Tokens ausgeben muss. Ich bekomme wieder ein Walkout. Nennt man das, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Ich spiele kein Ultimate Team. Und es ist Jesus Navas. Und leider kein Premier League Spieler, sondern wieder. Was heißt wieder? Es ist La Liga. Oh. Boah. So. Und es ist halt schade, weil ich glaube, Alexander Arnold ist besser, ne? Also bringt er mir leider nichts. Ich könnte ihn verkaufen. Naja, ich tue ihn auf die Bank, denke ich. Mal sehen, was ich mit ihm mache. Setze Verteidigerpunkte einem Boni in diesem Kapitel zu halten. Das sagst du doch zu jedem, ey. Das ist doch das Gleiche. So. Kann man hier einsetzen, gut. Goldspieler, ja, plus 70. Heißt das wahrscheinlich 70 bis 80. Wahrscheinlich ein 73er Aslan. Den brauche ich nicht. Kann man gleich verkaufen eigentlich. Aber die sind irgendwie alle sowieso viel zu billig. Also, ja, es ist die, ich fand den Markt in FIFA Mobile 21 besser. Um einiges besser. Der hat da doch sicher ganz anders funktioniert. So. Wunderbar. So, und eigentlich hätte ich auch mal Bock, ein bisschen was am PC aufzunehmen. Ich könnte via Football spielen, aber ich habe leider kein Aufnahmeprogramm und habe mich auch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Es ist schwer. Es war auch schwer, den Weg zum Stream zu finden. Es ist immer so, wenn man an sich irgendwas gewöhnt hat, dann ist es schwer, irgendwas Neues zu versuchen. Auch wenn ich weiß, dass vielleicht irgendwie bestimmt am PC aufnehmen oder irgendwie ein bisschen komplizierter schneiden, dafür über mehr Zeit investieren, auch wenn das cool wäre, ist es am Anfang immer, bevor man es macht, immer so, na, das ist doch sowas Neues, das will ich jetzt nicht, brauche ich doch nicht unbedingt. Das war genau wie, als ich, genau, mit dem Stream angefangen habe, weil das war ein bisschen umständlicher Weg, weil ich musste mich nochmal so extra anmelden bei Twitch, blablablub, weil es mit meinem Namen alles nicht hingehauen hat und dann wusste ich nicht genau, wie man streamt und so, und ich, im Nachhinein bin ich natürlich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und das wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich, ja, vielleicht mal wieder Football spielen würde. Keine Ahnung, wann es in Zukunft kommt. Und ich müsste mich halt wirklich damit befassen, weil es ist ja komplett anders als am Handy. Das aufzunehmen und so. Naja. Zum einen ist es nämlich auch so, alles, was ich mit dem Handy aufnehme, ist nicht in diesem 16:9 Format, wie die Videos auf YouTube sind. Deshalb sind da so schwarze Balken. Ich könnte es in dieses 16:9 Format machen, dann werden, aber dann sind da so, statt diesen schwarzen Balken, so verschwommene Sachen dabei. Also ich weiß nicht, ob ich das mal machen sollte. Man sieht im Prinzip das, was im Video passiert, nochmal gespiegelt, bloß halt so verschwommen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also alle, die meine YouTube-Videos sehen, die ich nehme mal mit dem Handy auf, die sehen, wenn sie dann das Video ansehen, da so schwarze Balken, weil das Format halt nicht übereinstimmt. So, und ich könnte das aber so einstellen, zum Beispiel, wenn ich in einem, weil man sieht die Videos alle in einem 16:9 Format auf YouTube, so, weil meins passt halt nicht zu 16:9, also wird der Rest halt mit schwarzen, schwarz ausgefüllt, so sind so schwarze Balken. Genau, und das würde halt, wenn ich in der Videobearbeitung drauf gehen würde, dass ich das Video in einem 16:9 Format machen lasse, würden diese schwarzen Balken halt durch so
ersetzt werden, dann würde man das Bild im Prinzip doppelt sehen. Also das, was ihr hier seht zum Beispiel, würde dann halt doch mal da sein, aber halt so verschwommen. Ich habe da auch einige Videos, zum einen, als ich glaube mal WWE Supercard gespielt habe. Also wenn ich ja bestimmte Spiele gespielt habe, dann könnte man das. Das ist auch ein besserer Vergleich wäre. Man nimmt einfach so normal auf und macht das Video dann immer in einem, keine Ahnung, 4 zu 3 Format, genau. Und dann, das ist ein besserer Vergleich, dann sieht man wenig von dem. Ich erkläre das alles viel zu kompliziert. Egal, aber, naja, richtig. Also, was ich eigentlich sagen wollte, das Format stimmt halt nicht überein. Das ist schon mal das Problem, wenn ich mit dem Handy aufnehme. Das ist mir auch erstmal aufgefallen, als ich mal überhaupt mal ein Video von mir auf YouTube angeschaut habe, dass das nicht übereinstimmt so richtig. Ist es nicht so komplett krass, dass man eigentlich nur die Hälfte sieht, also so die Hälfte ausgefüllt ist mit dem Bild, was ihr seht, was ich hier aufgenommen habe, und der Rest ist so schwarz, Balken. So ist es nicht, das ist aber schon ein ordentlicher Teil. Also das seht ihr ja gerade, wenn ihr im Nachhinein den Stream auf YouTube schaut. Das ist ein bisschen doof. Also ich glaube, es muss ja so sein. Es ist in keinem 16 zu 9 Format. Ich kann ja mal ein Video auf YouTube in so einem 16 zu 9 Format hochladen. Dann seht ihr mal, was ich mit diesem Verschwommen meine. Naja. Aber ich weiß nicht, ob das besser ist, weil ich habe mal. Ich schaue einige YouTuber, die öfters eigentlich immer am PC aufnehmen, aber manchmal auch Handyspiele spielen. Die machen das aber so. Die laden das in diesem 16 zu 9 Format hoch und da sieht man das auch nochmal so verschwommen. Und wenn das jetzt nicht so viel ist, dann könnte man das theoretisch machen. Dann passt es halt einfach als Format rein. Ne? Ich glaube, ich mache das zukünftig einfach bei meinen Videos, dass ich die im 16 zu 9 Format hochlade. Mache ich glaube einfach mal. Also natürlich, mit meinen Streams kann ich das nicht machen, weil die kann ich im Nachhinein nicht nochmal bearbeiten. Das ist so, das ist leider so. Nämlich sonst könnte man es ja so machen, dass man Stream-Highlights macht. Würde ich sehr gerne machen eigentlich. Dann könnte man nämlich parallel streamen und man streamt im Prinzip. Und man könnte aber aus diesem Stream im Prinzip noch ein Video machen und einfach im Prinzip nur das Beste reinschneiden. Dann hätte ich gleichzeitig einen coolen Stream gehabt, vielleicht mit ein paar Leuten, die live waren. Aber zusätzlich dann auch noch ein Video für meinen YouTube-Kanal. Und es wäre halt cool, wenn ich das so schneiden könnte. Und wenn ich genug, keine Ahnung, Zeit hätte, dann würde ich noch einen zweiten Kanal aufmachen, wo ich dann die Streams ungeschnitten hochladen würde. So. Wie viel brauche ich? Fünf von. Wie viel habe ich denn? Fünf von was? Fünf von was? Was habe ich fünf? Würde mich gerade mal interessieren. Belohnungen. So. Ah, das ist wieder so ein Weg. Wunderbar. Ah, okay, das sind Karnevalstokens, denke ich jetzt mal. Okay, GD. Nee, der bringt mir nicht sonderlich viel. Ah, nee, Punkte. Nicht Tokens, okay. Das sind schon was anderes. So, super. Ich glaube, ich weiß, warum ich manchmal einen Live-Zuschauer habe, aber nichts reingeschrieben wird, weil ich hatte ja mal so einen Dude drinne, der viel Mist geschrieben hat und ich habe, glaube, eingestellt, dass automatisch so Beleidigungen oder sowas irgendwie nicht mehr, dass die einfach mir nicht angezeigt werden. Das kann sein. Dass der die ganze Zeit da ist, dass es eine Art Bot ist. Und ja, einfach. Das kann durchaus sein. So. Setze Paradetoken ein, um noch mehr Boni zu erhalten. Was kann ich mir denn hier kaufen? Ah, mit 100 solcher Dings. Ah, das sind jetzt die Tokens. Okay. Und ich bekomme ihn. Okay, das war ein Fehlkauf. Auch immer ein Plus 60. Ach, das ist doch scheiße. Kann ich mal wenigstens sehen, wie hoch die Chancen ist, dass ich ein Plus 60 Spieler bekomme? Wahrscheinlich 90% oder so. Okay, ja. Das waren noch nicht drei, waren das 30 Skill Boosts? Kam mir viel weniger vor.
Naja, ich denke mal, Konsti würde, wenn überhaupt, erst relativ spät kommen. Aber der Stream, wie spät ist es denn? 20 Uhr. Ich würde sagen, weil ich halt nicht so lange streame, spiele ich jetzt noch online, weil das ist. Da online haben wir beim letzten Mal gespielt. Vielleicht gibt es ja einen Hausraumsmodus, wo ich teilnehmen darf. Ich darf bei Karneval vielleicht teilnehmen. Festival Plus. Was ist das denn hier? Nein, das will ich nicht. Achso, das ist das, okay. Herausforderungsmodus, würde ich sagen. Wenn ich darf, und nee, das ist das gleiche wieder, eine Bedingung nicht erfüllt. Okay, dann spiele ich online. Genau, weil ich schaue heute noch was anderes. Im Fernsehen mal seit langer Zeit. Lange nicht Fernsehen geschaut, als es ausgenommen von einfach so spezifisch Serien schauen. Aber so richtig abends Fernsehen geschaut habe ich seit la lange nicht mehr. So, ich bin gegen Abdurrahman. Abdurrahman. Richtig. Super. Hoffentlich gewinnen wir. Der Dortmund hat gegen die Rangers verloren in der Euroleague. Das ist jetzt schon extrem peinlich. Red Bull hat unentschieden gespielt gegen Real Sociedad San Sebastian. Und sonst Barca hat auch unentschieden gespielt. Die haben noch ein Tor geschossen. Schade eigentlich. Also ich weiß, ich habe ja getippt auf Barca, ne? Barca. Als Sieger, aber ich will nicht, dass sie gewinnen. Ne? Das sagt mir nur mein rationales Verständnis. Ne? Die mogeln sich da schon irgendwo durch. Aber sonst, ne, naja, ich habe eigentlich gesagt, nee, einmal habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, ob Sevilla dabei ist, nämlich wenn die dabei wären, hätte ich Sevilla gesagt. Weil Sevilla ist so ein Euroleague-Team. Ich habe ja auch gesagt, das ist meine Top 3. Ja, ich habe doch gesagt, meine Top 3 sind Barca, Sevilla und ich glaube, was West Ham. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mich festnageln müsste, würde ich Barca sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Sevilla, ich würde doch eigentlich immer Sevilla sagen, wenn es Euroleague geht. Naja, jetzt habe ich halt Barca gesagt. Aber Sevilla würde mich in keinster Weise überraschen. Ist ja unter meinen Top 3. Was war nochmal mein Geheimfavorit? Porto, genau, Porto. So, Pudisic macht ihn rein. Mares, ja, der Gegner ist echt scheiße, muss ich sagen. So wie ich manchmal. Ja, tut mir leid für die Leute, die auf YouTube meine Streams im Nachhinein schauen, dass mir so ein kein kreativer Titel eingefallen ist. Mir ist halt wirklich nichts eingefallen, was ich hätte nehmen können. Als Titel. Alter, er schießt unglücklich und dann nochmal gegen den Pfosten, auch der arme Junge. Der kommt nochmal ran auf den Meter. 10 zu 7, okay. Hey, ich hab doch gepasst. Warum hat er jetzt auf einmal 8 Tore? Waren es nicht 7? Warum hat er noch 8 gekriegt? Okay, wir spielen heute noch ein paar Division Rivals Partien. Die gehen nämlich schnell rum. Da kann ich sagen, ich habe mehr gespielt. Und wir wollen ja ein bisschen grinden. Genau das muss ich machen. Grinden für Level 10. Weil Konsti sagt, Liga ist wichtig. Weil da kriegt man wieder diese irgendwelche Punkte. Keine Ahnung, ich weiß. Man hat damals Vorteilspunkte. Oh, jetzt stürmt es hier extrem. Na, extrem nicht. Also, wenn man das mit dem vergleicht, der beim letzten Stream dabei war. Ich müsste mal nachgucken. Wer war das nochmal? Boah, oh doch, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. Wo ist er nochmal? Wo ist er, mein Junge? FIFA Mobile, genau. Bei dem hat es ja auch nicht gestürmt, hat er gesagt. Ist auch kaputt gegangen, Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das Fenster war. Ich weiß es nicht mehr so genau, tut mir leid. Aber ja, jetzt stürmt sie vielleicht. Naja, hört ihr das wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich habe gehört, dass jetzt so ein zweites Sturmtief kommt nach dem ersten. Also hat er gesagt, er wohnt in Österreich. Ich weiß nicht, inwiefern das betrifft, weil ich weiß jetzt nur, dass es auf Deutschland zukommt. Österreich liegt ja nah bei Deutschland, aber ich habe auch gehört, dass das vor allem eher an den Küsten stark sein wird. Aber es soll stärker werden als das letzte Sturmtief. Also ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, der übersteht das gut. Er hat es schon schwer getroffen, den FIFA Mobile. Okay, das war jetzt schlecht von mir. Und das wird knapp, würde ich sagen. Das wird eine knappe Angelegenheit. Und der ging zum Glück rein. Das wäre jetzt doof gewesen, wenn er nicht drin gewesen wäre. Boah, der ging zum Glück rein. Es war so ein spitzer Winkel. Okay, da sind wir am Arsch. Doch nicht. Und doch. Ich weiß nicht, warum schießt er denn daneben?
Ja, fühlt jetzt zweit, ja, das war. Also das, ich weiß jetzt nicht, warum er daneben geschossen hat. Ja gut, wenn man das jetzt mit PES vergleicht, PES war es noch schwieriger zu treffen. Mein Fehler war vor allem der erste Fehlschuss. Als ob der reinging, hätte ich nicht gedacht. Okay, er nutzt jede Chance. Ja, er behält kontinuierlich die 2-0 für 2 Dingsführung. Jetzt ist es eine 3-Dings-Führung, weil ich die nicht reingemacht habe. Und jetzt rennt er noch ins Aus. Ich weiß nicht warum. Ich habe nach rechts gezogen. Naja, wahrscheinlich kam er mit so einer Geschwindigkeit dann, dass er nicht seine Laufrichtung wechseln konnte. Gut, der hat auf jeden Fall fast jeden reingemacht. Und wenn du dann Fehler machst, ist es natürlich schade. 20 Münzen, die brauche ich nicht. Das Einzige, was ich brauche, sind Level. So, geht weiter. Gegen, was ist das für ein Verein? Ich schätze mal irgendwo aus Südamerika. Vielleicht Argentinien, obwohl nee, Argentinien kann es nicht sein. Wahrscheinlich vielleicht Chile. Ja, denke mal Chile. So. DIF. DIF. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder jetzt noch in den Chat, was das für ein Club sein soll. Ah, mein Gegner war gleich stark wie ich, also von der Gesamtstärke und Chemie zusammengerechnet werden die gleichen Chancen. Da sieht man, er ist schon ein besserer Spieler gewesen als ich, weil wir haben die gleichen Ausgangsbedingungen gehabt. So. Wir haben jetzt, glaube ich, zweimal zeitgleich getroffen. Okay, jetzt treffe ich hier. Aber er trifft auch, oder? Dann ist es egal. Weil man hat es hier so gehandhabt, glaube ich, dass jeder gleich viele Chancen hat. Wir haben beide unsere verwandelt. Also, nein, das ist ja nicht unbedingt, wenn du die ganze Zeit den Ball wegschießt. Wenn du den Ball hast und ihn sofort wegschießt, dann hast du natürlich mehr Chancen als der Gegner. Bringt dir dann am Ende aber auch nichts. Gut, den hätte ich nicht versuchen sollen zu schießen. So, jetzt habe ich profitiert von ihm, weil er auch nicht getroffen hat. Also meine Führung liegt an ihm und nicht an mir. Also schon an mir, ich habe ja auch getroffen, aber er hat mir extrem geholfen. Okay, das war ein guter Keeper. Das ist ein guter Keeper. So, dann hau den nochmal rein. Danke. So. 9-8, er macht jetzt das 9-9. Wird am Ende 10-10 aus. Ja, jetzt geht es 10-10 aus, weil er hat noch eine Chance. Und ich hab's gecallt. Es war so klar, aber wir kriegen beide 2900 Fans. Und das ist doch für beide schön. Ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel und dann, ja, war es das erstmal. Okay, ich brauche noch 163 Punkte. Das wird noch ein langer, steiniger Weg. Ich habe aber halt auch voll wenig gespielt, muss ich leider sagen. Ich habe aber auch andere Sachen zu tun. Ich würde halt gern viel abwechslungsreicher spielen, aber da bräuchte man noch mehr Zeit. Das ist leider so. Und wenn man dann noch natürlich noch mehr schneiden will, dann ist es ja noch schlimmer und noch umständlicher. Mal sehen. So, noch ein Spiel. Hoffentlich gewinnen wir. Wir haben schon 300.000 Fans. Das ist schön. Konzert mehr als doppelt so viel. Das interessiert uns aber nicht. So. Aber es ist natürlich krass. Okay, Lionel Messi. Der schlechtere Chance hat als wir. Okay, das freut mich. Ich finde krass, krass. Ich hatte bisher, glaube ich, nur einen. Und das ist schon ein bisschen länger her, der bessere Chancen hat als ich. Aber ich habe nicht nur einmal verloren. Also lässt es daraus schließen, dass ich doch nicht so gut in diesem Game bin. So. Habe ich aber auch nie behauptet. Ich habe nur gesagt, dass ich besser bin als in 1 gegen 1. So. Gegen Leo. Er ist frei. Und was macht er? Er verliert den Ball. Okay, gut. Das ist ein sehr ausgezeichneter Lionel Messi. Der verkörpert den Lionel Messi der Wirklichkeit. Finde ich sehr nett von ihm. So, 13-0. Und rein da. Ich frage mich eigentlich, jemand hat mal reingeschrieben, war das der Dragon Ball Fighter, dass er froh ist, dass er endlich einen deutschsprachigen für den Mobile Streamer gefunden hat. Ist es denn bei so einem Spiel relevant? Das würde ja bedeuten, dass es ihm gar nicht so unbedingt um das Spiel ginge.
Ja gut, wenn er so Tipps erwartet, okay, dann ist es wichtig, wenn er Deutsch spricht. Aber ich denke mal einfach, wenn, naja gut, was interessiert einen, wenn man einfach ein Mobile-Video sehen will? Wie er spielt, ja gut, aber vielleicht hat er auch ein paar nützliche Tipps. Man kann sehen, vielleicht sagt er irgendwas dazu, was gut ist, zum Beispiel wie es Konsti macht immer, da gibt glaube ich auch immer relativ viele Tipps. Ich glaube, ich habe auch mal einen Stream von ihm gesehen, wo er dann auch nochmal erklärt hat, das war damals noch, glaube ich, beim Winter-Event aus dem letzten Jahr, bei diesem Eisfischen hat er nochmal erklärt für alle, dass er dieses dünne Eis macht, wo man halt seine Köder wieder bekommt. Relativ häufig. Also er gibt sein Wissen auch weiter. Das ist ein sehr netter Mensch. Also ich kann das natürlich nicht so beurteilen, aber also was ich von ihm weiß, er ist sehr nett. Er gibt vielen Leuten Tipps. Er ist sehr gut, aber er freut sich auch, wenn andere Leute mit seiner Hilfe besser werden. Das ist sehr schön. Und dass er mich nicht aussagt, aha, du bist so scheiße. Ja, das ist eigentlich schön, weil durch ihn habe ich schon einiges gelernt. Ich müsste mal all seine Tipps, ich weiß nicht, was ich, wenn er, ich glaube auch vor allem in Unreal Football Manager 2 gegen Anfang hat er mir echt viele Tipps gegeben. Ich frage mich, wo ich heute stehen würde, wenn ich nicht seine Tipps bekommen hätte. Und vor allem, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ich auch nicht in seinem Kartell gelandet. Da frage ich mich, in welchem Kartell ich jetzt wäre und ob ich. Wahrscheinlich würde ich gar nicht mehr Underworld Football Manager 2 spielen, nur wegen ihm ist das Projekt hat bestanden und ist das Projekt mit den meisten Videos. Das hat Weekend Warriors überholt und krass, eigentlich. Nur dank ihm ist es zu dem nicht erfolgreichsten, also von Aufrufen her. Das ist wahrscheinlich überhaupt Warplay alleine mit dem einen Video über 1000 Aufrufe. Ja, das kann sogar wirklich sein. Ja, das ist so. Warplay Inc. mit zwei Videos ist das erfolgreichste Projekt, weil das erste Video über 1000 Aufrufe hat. Gut, aber wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, von richtigen Projekten ist es schon das längste. Das erfolgreichste würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, was die meisten Aufrufe hat. Vivo Mobile 120 hat er jetzt schon 20 Teile noch relativ viele Aufrufe. Würde ich dann schon eher Vivo Mobile sagen, ist das erfolgreichste. Vor allem, weil da auch bei zwei Streams mal schon viele Leute dabei waren. Einmal auf YouTube und einmal auf Twitch. Deshalb würde ich sagen, Vivo Mobile ist mein erfolgreichstes Projekt. Ich hoffe, der Stream hat euch bis dahin gefallen. Es ist leider ein bisschen kürzer geworden. Aber ja, vielleicht streame ich ja nochmal nachts. Wenn ihr ja mehr von dem geilen Stuff sehen wollt, dann abonniert mich doch gerne auf YouTube oder folgt mir auf Twitch. Lasst mir gerne einen Kommentar da unter dem oder YouTube-Videos, was ich denn so verbessern soll, was ihr euch denn noch so für Projekte wünscht. Ich bin offen für Vorschläge. Ich ja, interessiere mich für viele Games, aber auch viele Games, die ich noch gerne mal testen würde. Mal sehen. So. Dann ja, hoffe ich, der Stream hat euch gefallen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. See you next time. Tschüssi.